Glebisch, Alaaf! Jesus, Alaaf! Kölle, Alaaf! Ich bin eine Kölsche und was willst du machen? Ich bin tatsächlich in Köln geboren, aber das soll jetzt nicht Thema eines geistlichen Impulses sein. Aber lass uns doch heute trotzdem oder in den kommenden Tagen unsere Fröhlichkeit richtig leben und nett sein. Und ich wollte ja eigentlich eine Kolosser-Reihe anfangen, weil der Jesus so toll beschrieben wird. Aber heute, oh, ich kann das gar nicht richtig lesen, die Nase ist so im Weg. aus dem Philipperbrief, da geht es um die Freude. Das passt natürlich sehr, sehr gut. Freut euch immer zu, mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen es zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Also erstmal würden sich viele Jecken wünschen, dass Karneval bald kommt oder schon da ist und dass sie feiern können. Ich glaube, es gibt, wer ein richtiger Karnevalsjeck ist, der findet Wege, auch Corona-konform zu feiern. Da gab es ja diese schöne Sitzung sozusagen oder Aufführung im Autokino. Und mal gucken, wie es heute wird. Ich hoffe, dass alle trotzdem sich dran halten, nicht mit Bützchen und so weiter, weil das eben die Ansteckung doch dramatisch erhöhen könnte. Und man kriegt ja echt eine Krise. Die Bundesregierung und die Landeschefs, die ziehen uns von Monat und Monat und Woche zu Woche. Und jetzt wollen sie auf eine Inzidenz von 35. Also es wird schon hart. Also da verliert man langsam wirklich die Geduld. Und mir geht es zu Hause gut, aber ich glaube, dass es vielen Menschen nicht gut geht. Und mit denen fühle ich halt mit und es ist mir fast egal, ob es mir gut geht. Aber feier heute, sing heute. Übrigens, wenn man weniger singt, das merke ich gerade, weil wir ja weniger Gottesdienste haben mit weniger Liedern, dann wird deine Stimme tiefer und sie kann sogar aufhören, gut zu klingen. Also sing, was das Zeug hält. Es gibt bestimmt heute eine Menge Sendungen auch, wo man mitsingen kann oder du holst dir auf YouTube oder holst dir die Texte und singst mit und genießt das. Vielleicht sogar über FaceTime oder über ein Videocall mit anderen zusammen. Wird auch lustig. Freue dich deines Lebens. Es ist wieder knackig kalt heute und das ist doch nur ein Grund auch zu sagen, es ist gut, dass wir leben. Und lasst uns die Menschen nicht vergessen, denen es gerade ganz dreckig geht. Ganz wichtig. Sei gesegnet. Glebisch, Alaaf! Kölle, Alaaf! Jesus, Alaaf!